Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Wir sitzen in der Küche und wahrscheinlich kennt ihr jetzt wird gebraten. Das schon. Wir machen heute nämlich eine Pancake Art Challenge. Ganz viele von euch haben uns nämlich geschrieben, dass wir nochmal eine Challenge machen sollen und ich habe natürlich auch super Bock auf sowas und weil ich sehr gerne Pancakes mag und gerade sehr extrem Hunger habe, dachte ich mir, das passt perfekt. Ja, das dachte ich mir auch. Ich habe eine Verlosung in einem meiner letzten Videos gemacht und zwar der Gewinner da jetzt in der Infobox. Deswegen verlinke ich es euch in dieser Infobox. Dann könnt ihr auf das Video klicken und dort in der Infobox nach dem Gewinner schauen. Erstmal anmachen hier. Was hat die Bianca mit dem Ding hier gemeinsam? Fett? Au! Hat das gezwiebelt? Nee, das war super angenehm. Mach das bitte nochmal. Ja, komm, dann würde ich sagen, fängst du jetzt an und ich dachte mir... Schreib mir in die Kommentare, wer ist fettiger? Die Bianca oder ist fett? Hast du's? Oder? Ich hab's. Wir waren übrigens in einem... Das erzählen wir irgendwann anders mit dem Schwangerschaftsding, oder? Gib dem Bibi mal einen Daumen nach oben für dieses Schwangerschaftsupdate. Das hast du, glaube ich, letztes Mal schon gefragt, ne? Da will ich dabei sein. Da will ich was erzählen. Hä? Was mir in diesem Schwangerschaftsvorbereitungs... In dieser Kreißsaalbesichtigung, was eine Frau gebracht hat, das werdet ihr mir nicht glauben. Okay, das war echt krass. Egal, das ja, das war, ich hoffe, ihr habt Bock. Daumen nach oben, dann kommt das ganz bald, das Schwangerschaftsupdate. Ja, du hast das auch gescreenshottet. Aber du bist der Junge, deswegen fangen wir jetzt mit dem Fußball an. Ich dachte nämlich, passend zur WM können wir einen Fußball spielen. Aber Mädchen können auch Fußball spielen und manchmal sogar besser als Jungs. Ja. Okay, dann gib mir die Vorlage. Ich würde gerne starten. Ich brauche weiß, ich brauche schwarz. Dafür hast du jetzt die Vorlage gebraucht. Wenn ich den Kreis verkacke, habe ich im Grunde genommen verkackt. Freunde, richtig. Freunde der frühen Ostseesonne. Es geht los. Du kannst dich voll gut hier einfach dran orientieren. Das ist doch ein Kreis. Verzieh dich. Boah, der ist voll das Ei geworden. Scheißdreck. Nein, das ist voll gut Das geworden. Wird einfach nur hässlich. Ich schwöre es euch. Das ist aber auch voll schwer mit diesen Dingern. Oink. Bei Schwarz ist gut, da kann man sich Zeit nehmen, weil wenn das komplett anbrennt, juckt niemanden. Ist das ein Stern? Ja, halt den Rand. Halt den Rand, junge Dame. Die sind ganz schön klein und dick. Dafür können sie echt mal ein bisschen kürzer drehen. Es hat halt niemand gesagt, dass es ein super Fußball werden soll, ja? Boah, du bist extrem langsam. Ah. Was wird denn das? Also ehrlich. Also schön ist das nicht. Boah. Also irgendwas läuft hier gewaltig schief. Mann, wirklich, also Fußball ist nicht mein... Ich war noch nie gut im Fußball. Ich bin scheiße. Man könnte behaupten, dass es mit der hässlichste Fußball ist, den die Nation je gesehen hat. Leute, ihr müsst gleich wieder abstimmen, wer besser ist. Ja, unsere alten Pancake-Art-Challenges kann ich euch übrigens auch mal unten in der Infobox verlinken, wenn ihr das jetzt guckt und sagt, boah, ich will davon noch einen Teil. Du liebes Kanonenrohr! Boah, ich hab so Bock, diesen Fußball zu essen. Ich hab so extrem Hunger gerade. Kann ich mir so einen kleinen Pancake hier an die Seite zum jetzt verspeisen? So ein kleinen. Nein. Ach, Mann. Gott, ist das hässlich! Ey, meine, nein, der hätte schwarz sein müssen. Ich hab's doch gewusst. Aber es ist nicht angebrannt. Ganz großer Pluspunkt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, Finger weg! Oh, mach ihn nicht kaputt. So, dann würde ich mal sagen, beginnen wir mal mit dem Fußball. Punktabzug. Der Julian hat mir eben Blumen gekauft. Ist doch nicht süß. Alles Blumen. Ey, tu die von meinem Pancake runter, du Arsch. Besen. Das wäre beinahe ein Kinnhaken. Boah, ich habe mich so hart verbrannt. Das war beinahe der krasseste Kinnhaken aller Zeiten. Hör auf mich, guck mal, der leckt mich die ganze Zeit auf. Wieso ist bei mir die Flasche die ganze Zeit verstopft? Weißt du, warum du gewinnst? Weil du immer meine Pancakes machst. Sind sie zufrieden mit meiner Arbeit? Du hast da ein bisschen übergemalt. Eins, zwei, drei. Scheiße! Was denn? Ja, war ja absolut klar. Sie sehen doch gleich aus, nur ich habe zwei Kästchen mehr gemacht. Als ob meiner jetzt deutlich besser wäre als deiner. Ja. Müsste entscheiden. Deiner sieht so aus, als könnte man mit dem Blech Fußball spielen. Das stimmt überhaupt nicht. Vielleicht sieht meiner von der anderen Seite besser aus. Ne, drehen wieder um. Können wir den jetzt essen? Hm. Boah, wir sind ja richtige Fressecke. Früher haben wir immer bis zum Ende gewartet, bis alle fertig waren und jetzt. Okay, verkünde uns. Was macht der nächste? Der Baby-Emoji. Der hat zwar schwarze Lippen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Das ist der Mund. Der hat den Mund auf, du Honk. Der hat auch noch keine Zähne. Ach so. So! Der hat schwarze Lippen, das verstehe ich nicht ganz.
So. Okay, du startest. Nee, du startest diesmal. Ich? Ja. Warum? Ja. Ich weiß nicht, welche Farbe ich benutzen soll. Weiß brauche ich fürs Auge, das heißt, das muss... Dann male ich den gelb. Was ist das denn? Nein, der Punkt muss weg. Das ist scheiße hässlich. Ja, es ist wirklich. Ich bin überfordert gerade, was ich machen soll. Okay, das wird echt hässlich, Bianca. Ey, ich könnte ohne Scheiß Chancen haben. Was ist das bitte? Jetzt warte doch mal. Das sieht aus wie eine Bratkartoffel bis jetzt. Jetzt ist die Kamera ausgegangen und in der Sekunde ist mein Weiß explodiert. Jetzt wird mein Baby noch hässlicher. Ja, okay, komm, hilfst du mir umdrehen. Oh nee, das Ohr, jetzt ist das Ohr abgebrochen. Komm, ich mach's einfach schnell. Das ist das Hässlichste, was wir jemals gemacht haben. Weißt du, das freut mich so, dass das von dir kommt? Man kann ja nicht mal erkennen, dass das sieht aus wie ein Bonbon. Das sieht aus wie ein Fisch. Kann das echt sein, dass ich Chancen habe? Ich glaube es gerade nicht wirklich. Komm, brutzel doch, mein Freund! Geht das gut? 3, 2, 1. Das ist auch nicht cool. Das Auge ist ja voll süß. Ne? Boah, ohne Witz. Ich mach meinen Teller so süß aus. Boah, es könnte diese echt riesengroßen Glubschaugen. Es könnte echt. Also wirklich, ehrlich, ihr müsst jetzt ehrlich sein. Das ist mein Punkt. Bianca, das ist mein Punkt. Ah, alles gut. Dem Baby geht's gut. Oh, jetzt kommt die Monster-Challenge. Jetzt wird's schwer, Leute. Jetzt wird's richtig schwer. Wir haben uns gedacht, dass wir uns in der letzten Challenge ohne Vorlage, also klar, man sieht uns gegenseitig, aber wir müssen uns machen. Du erklärst heute so unfassbar miserabel. Wir wollen uns jetzt gegenseitig pancaken, genau. Das heißt, ich muss dich pancaken und du musst mich pancaken. Du willst anfangen? Ich würde gerne anfangen. Ja gut, dann. Wie so ein Künstler jetzt. Nehmen wir alle Farben rüber. Guck mich an. Sieh meine Augen. Junge, womit fange ich an? Ich mach deine Augenbrauen einfach schwarz. Konzentrier dich. Was soll ich tun? Ich male jetzt erstmal die Lippen. Nee, nicht hingucken! Junge Dame! Dann mache ich erstmal die Augen, würde ich sagen. Scheiße. Er sagte, mache ich erstmal die Augen und malte die Haare. Habe ich Augen gesagt? Ja. Nicht hingucken, habe ich gesagt. Du hast schon gemacht. Miese Schlange. Verdammte Hacke, ich hab deine Nase vergessen. Die Nase sieht aus wie ein Bartschildfuß von einer Ente. Da, 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 da. Auf die Plätze, fertig und... Wow! Er geht. Ach komm, Juli, so schlimm ist es nicht. Es kommt jetzt echt darauf an, wie gut deiner ist. So, jetzt guck du mich mal an, mein Freund. Ihr müsst jetzt entscheiden, ne? Wer besser ist, das wisst ihr. Weil das Baby habe ich gewonnen. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das Baby geht an mich, der Punkt. Das ist eine Beleidigung. Wenn du so dämlich guckst, dann kann mein Abbild von dir nur hässlich werden. Der Mund ist irgendwie extrem schief geworden, oder? Ja, ich hab's verstanden. Ich hab ein Riesenkind. Jetzt mach weiter. Sie hat gerade die Freude ihres Lebens. Sie hat Tränen in den Augen, weil die es so lustig findet. Ich hab eine hohe Stirn. Ich weiß, aber ich muss das wirklich jetzt so darstellen. Warte doch jetzt mal. Mega hässlich. Ach komm. Fertig und Action. Boah. Also komm, schlecht ist das nicht geworden. Es ist sau schwer einfach. Komm, bauen wir mal auf den Teller und dann gucken wir uns die Prozedur mal an. Oh, wir müssen uns eigentlich jetzt gegenseitig vors Gesicht halten. Hallo Julian. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich wollte einfach nur mal zeigen. Ja, dein schön. Baby ist viel schöner geworden. Darum esse ich jetzt auch deins. Während wir jetzt die Pancakes essen, dürft ihr sehr gerne bei Julians Video vorbeischauen. Verlinke ich euch ganz oben in der Infobox. Der begleitet nämlich heute unseren Tag mit der Kamera und unter anderem bauen wir heute schon Möbel fürs Babyzimmer auf. Also das haben wir alles noch vor uns. Das machen wir auch noch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr Bock auf ein Schwangerschaftsupdate habt, dann unbedingt Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Das war's mit dem Video. Danke fürs Einschalten. Bis jetzt bei Julian. Tschüss.